Heute reisen wir in eine ferne Galaxie mit einem Raumschiff. Das Raumschiff wird gesteuert von Katzen. Könnt ihr euch das vorstellen? Jetzt in der Gute-Nacht-Geschichte. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett, heute mit der 1209. Gute-Nacht-Geschichte. Ich bin Marco und ich begrüße euch heute am 3. Advent. Nächste Woche ist schon Heiligabend, am 4. Advent. Die Zeit vergeht so schnell und damit der Abend ganz schnell kommt, kommt auch ganz schnell das Recken und das Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße. Ja, und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute Abend, bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 1209. Gute-Nacht-Geschichte für den 3. Advent, den 17. Dezember. Kaya und die Katzen im Weltraum. Kaya ist ein ganz normales Mädchen. Es ist auch ein ganz normaler Tag, es kann sogar heute sein. Für Kaya ist es wichtig, dass sie ins Bett geht. Und dazu hat sie eine ganz bestimmte Abendroutine, schon seitdem sie ein kleines Kind ist. Das braucht sie, um gut zu schlafen. Und es liebt sie, damit sie gut einschlafen kann. Sie nimmt all ihre Lieblingskuscheltiere und Spielzeuge mit in ihr Bett. Und dann versteckt sie sich unter einer glitzernden und funkelnden Decke. So fühlt sich Kaya wohl. Und so macht sie es auch heute Abend. Als Kaya im nächsten Moment die Augen öffnet, da denkt sie, sie ist immer noch unter ihrer Decke, denn es glitzert und es funkelt. Doch dieses Glitzern und Funkeln, das kommt nicht etwa von ihrer Decke, sondern das kommt direkt von draußen. Sie ist gar nicht mehr in ihrem Zimmer. Sie befindet sich in einem Raumschiff weit draußen, im Weltraum. Und nun entdeckt sie, dass das Raumschiff auch nicht von normalen Astronauten gesteuert wird. Es sind nämlich keine Menschen. Das Raumschiff wird von Katzen gesteuert. Es sind vielleicht Katzonauten. Das kann sein. Kaya sagt Hallo. Sie freundet sich mit den Katzonauten an. Die Katzen, die das Raumschiff steuern, die wissen, was sie tun. Sie manövrieren das Raumschiff durch unbekannte Galaxien, vorbei an wunderschönen Planeten und durch das glitzernde Universum. Die Katzen zeigen Kaya die Schönheiten des Universums. Da hinten, schau! Sagte eine der Katzonauten. Da hinten kommt ein Komet geflogen. Das ist kein normaler Komet. Das ist der Komet der Geheimnisse, flüstert die Katze zu Kaya. Welche Geheimnisse weiß denn der Komet? Fragt Kaya neugierig. Die Antwort ist ganz einfach. Der Komet weiß alles. Er hat die Antwort auf alle Fragen. Du musst sie ihm nur stellen. Kaya ist begeistert. Sie liebt nämlich Geheimnisse und Mysteriöses. Und wie kann ich den Komet befragen?
Die Katze antwortet nicht. Sie macht nur eine Handbewegung und die bedeutet so viel wie: Du wirst es gleich sehen. Mit einem kräftigen Schwung dreht das komplette Raumschiff um, folgt dem Kometen und landet darauf. Nach der Landung steigen alle aus. Hier sieht es ziemlich unspektakulär aus, sagt Kaya. Und wie finde ich nun die Antworten auf meine Fragen? Fragt Kaya. Doch bevor eine der Katzen antworten konnte, das spürt es Kaya. Ohne die Frage voll ausgesprochen zu haben, kommt sie die Antwort. Direkt in ihrem Kopf. So als wären es ihre eigenen Gedanken. Jede Frage, die sie sich im Kopf stellt, beantwortet sie sich selber. So als würde eine ungewöhnliche Stimme direkt mit ihrem Gedächtnis sprechen. Für Kaya ist das ein aufregendes Abenteuer. Sie liebt es, mit den Katzonauten unterwegs zu sein. »Wir müssen uns beeilen, wir müssen zurück«, sagt nun eine der Katzonauten. Schnell steigen sie wieder in das Katzenraumschiff ein und fliegen zu ihrer neuen Mission. Kaya beschließt, ab sofort Teil zu werden vom Katzenraumschiff und von den Missionen in die schönsten und unentdeckten Bereiche des Universums. Sie startet jede Nacht direkt unter ihrer Glitzerdecke. Kaya weiß, genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's ab ins Bett. Träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr. Ab ins Bett.net. Gute Nacht.